sieht so aus, als dass alle schon da wären. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserem Nachmittag. Unser heutiger Referent ist ja der Herr Benno Kehl. Er ist ein ehemaliger Franziskanermönch. Und mit seiner Arbeit und seinem Projekt, das er jetzt macht, hilft er Randständigen in schwierigen Lebenssituationen. Und vor allem eines von seinen Projekten ist, dass er, weil er selber ein Imker ist, tut er zusammen mit Randständigen sich für die Zukunft der Bienen einsetzen. Was mich sehr beeindruckt hat, als ich mich so ein bisschen erkundet habe über ihn, was er so geschrieben hat über Bienen, also was eigentlich die Bienen so alles bedeutet für uns und vor allem auch, dass unsere Zukunft eng mit diesen Bienen zusammenhängt. Es ist so, dass der Einstein gesagt hat, wenn die Bienen nicht mehr fliegen, dann ist es so, dass der Mensch höchstens nach 4 Jahren kann leben. Mein kleiner Enkel, der ist jetzt 1,5-jährig und der ist total begeistert von den Bienen. Das hat mich völlig erstaunt. Und zwar, jedes Mal, wenn er bei uns kommt, hat außen beim Eingang so einen Topf mit Christrosen. Und einmal, als er schön warm war, sind wirklich die Bienen geflogen. Und dann hat er ganz genau geschaut. Und jetzt immer, wenn er kommt, steht er dort an und dann sagt er, Dana, Bienen. Also von dem her habe ich so das Gefühl, er weiß vielleicht auch schon, was das könnte bedeuten, die Bienen. Das war jetzt einfach ein kleiner Einstieg gewesen. Und ich würde jetzt gerne an Herrn Kehl übergeben, damit er uns ein bisschen erzählen kann über die Bienen und auch sonst so ein bisschen über seinen Werdegang. Ich wünsche allen viel Vergnügen. Dann hätte ich jetzt eigentlich auch können, ein kleines Referat über die Imkerei und die Bienen halten, was so charmant eingeführt worden ist. Aber ich habe morgen gedacht, ich möchte nicht immer das Gleiche erzählen, ich mache jetzt mal etwas anderes. Und zwar, Und zwar über die Anfänge. Ich habe ganz viele Anfänge im Leben. Und der Hermann Hesse hat ja ein schönes Gedicht, hat er sicher auch schon mal in der Schule so gelesen. Ich nehme nur diesen Satz raus. Und in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Ja, und da gibt es Anfänge bis zum letzten Stündli. Ja. Und ein paar so Anfänge habe ich erlebt und habe viel mit meiner Arbeit zu tun. Ich rede nicht so gerne über meine Arbeit, weil meine Lebensberufung und Freizeit und da ist eigentlich alles auf der gleichen Ebene wie meine Arbeit. Darum kommt es gerne nicht so darauf an, ob ich von der Arbeit oder von meinen Dingen erzähle. Ich hoffe, ich bringe in einer Stunde durch. Ich habe ein bisschen viel vorgenommen, aber man muss ja nicht immer fertig werden mit allem. Einfach so ein paar Einblicke in die verschiedenen Anfänge. Anfang, als ich auf die Welt kam. Anfang im Kloster, gute Zeit. Anfang in der Familie. Und manche sagen, der Benno ist am Anfang und er hat einen Vogel. Der Franziskus, kennt ihr vielleicht, der war so einer vor der Reformation, der hat ja mit den Tieren geredet. Und ich habe ganz viele Geschichten mit dir, die ich jetzt erzählen könnte. Da würde ich am Nachmittag allein fühlen. Da ist einmal meine Frau nach dem ersten Kind, sind wir am Spazieren gewesen und sagt sie, ja, jetzt wäre sie glaub, langsam wieder bereit für ein zweites Kind. Da sind wir noch ein paar Schritte gelaufen und kam die junge Elster auf den Boden, wo zum Nest ausgefallen ist. Da habe ich gesagt, schau, das ist unser zweites Kind. Und dann haben wir die heimgenommen, auf dem Balkon aufgefüttert und dann ist ein anderer Elster gekommen und hat geschnäbelt nach etwa 3 Monaten. Schon mit dem Kinderwagen ist die Elster auf den Ding gehockt oder auf den Schultern. Die ist so praktisch handzahm gewesen. Und dann hat sie mit einer anderen Elster geschnäbelt und ist davon geflogen und an dem Tag ist sie schwanger geworden mit dem zweiten Kind. Eben, so haben die Vögel viel in unserem Leben zu tun. Jeder Anfang hat einen Zauber inne und manchmal ist ein Zauber nicht nur ein einfacher Zauber. Das heißt, ich glaube, ich bin ein ganz normaler Schweizer Arbeiterfamilie, Sohn, tolle Familie, keine liebe Mama, ein geschaffiger, guter Vater. Ich habe probiert Musik zu machen, da ist der Anfang nie so vom Zauber beflügelt gewesen. Also da ist, bis zu einem Foto ist es gekommen, aber ich habe nie ein fertiges Stück ohne Fehler angebracht. Also nicht jeder Anfang hat bei mir einen glanzvollen Zauber gebracht. Da gäbe es noch andere Geschichten.
Und Sander, ich habe ein Foto von einer Beerdigung, die ich mal hatte. Ich bin mit etwa 12, ist von meinem Lehrer, das Klärli, die Frau, plötzlich gestorben. Und ich hatte die Frau von meinem Lehrer auch gerne gehabt. Und ich weiss nicht, ich an dem Grab gestanden. Und das war so irgendwo ein erschütternder und gleichzeitig ein zauberhafter Moment. Ich weiss, ich habe das erste Mal gesehen, das Leben ist vergänglich, man stirbt und ich sterbe auch einmal. Und das hat mich so zutiefst erschüttert. Und ich weiss, ich musste an dem Tag einen Aufsatz schreiben und der war völlig verlaufen, weil die Tinte mit meinen Tränen sich vermischt hat. Wir konnten nichts lesen, der Lehrer war nicht so zufrieden. Aber da hat bei mir so die existenzielle Frage, weißt du, nach dem Tod, wer ist Gott, gibt es ihn, wer bin ich, was ist der Sinn vom Leben? Da ist dort so existenziell in mir aufgebrochen. Mit etwa 12 Mal da gewesen. Und das ist so mein Zauber, wo irgendwo die ganz grossen Fragen vom Leben schon recht früh gekommen sind. Und dann hat mir einer gesagt, ich habe dann immer nach dem Sinn gefragt und so, dann sagt einer, lies doch einmal die Heilige Schrift durch. Ich bin katholisch von daheim aus und da hat man es nicht so mit der Bibel, da sind die Reformierten ein bisschen besser, aber ich habe mir dann eine Bibel gekauft, eine Lutherbibel, weiss ich noch, für 2 Franken auf dem Flohmarkt und habe die Bibel angefangen lesen und dann habe ich den wieder gefragt, ja, da war in der Bibel steht, verstehst du da, glaubst du da? Dann hat er die beste Antwort gegeben. Ich habe später noch Theologie und alles Mögliche dürfen studieren. Und er hat gesagt, da, was du verstehst, da leb. Und der Rest ist Gebet. Wunderbares Wort. Da, was du verstehst, probier zu leben. Und der Rest ist Gebet. Und so habe ich dann intensiv die Bibel angefangen zu lesen und habe einen Wunsch gehabt, ich möchte ein Schüler oder ein Jünger Jesu werden. Das war der tiefste Wunsch. Das war wirklich ein Zauber, wie ich plötzlich sehe, da gibt es ein Buch, wo Wahrheiten drin sind und die muss man suchen und dann verstehst du, kannst einfach leben und dann geht es schon. Ich habe ihm das einfach geglaubt. Ich habe den Schreiner gelernt und der Wunsch ist immer grösser geworden. Unter anderem ist ja mal gestanden in der Bibel, wenn du jünger willst, ich muss Kreuz tragen. Dann habe ich gedacht, ja, verstehe ich gut, oder? Ich bin ja Schreiner von Beruf. Habe ich einen Balken genommen, 2,5 Meter grosses Kreuz bauen, zack Beton und bin auf einem Berg geklettert und ich wusste, auf dem Klettern, da hat es kein Kreuz. Ich habe das Kreuz hier oben reinbetoniert, 20 Jahre später ist das Foto entstanden, ich bin nochmal rauf, es ist immer noch oben, ohne Baubewilligung. Und dort war so ein tiefer Entscheid. Mal, lieber Gott, dein Wille soll geschehen, du kannst sagen, was du willst, dann tue ich es. Und wenn du nichts sagst, dann mache ich, was ich will. Aber aus der Liebe raus. Da habe ich so gesagt, da gibt es ja verschiedene Gottesbilder in der Bibel rein, aber eins, das ich verstanden habe und an dem orientiere ich mich, der Gott von der Liebe. Ja? Darum, wenn du nichts sagst, inzwischen weiss ich auch, wieso Gott so wenig sagt. Er möchte, dass wir selber unser Leben leben und er nicht einfach sagt so und so und so. Oder? Aber man kann sich orientieren am Leben, an der Bibel, an den Begegnungen und so weiter. Mein bester Entscheid war, ich sage immer, das war meine Konfirmation. Ja? Und das war ein zauberhafter Moment. Ich war so glücklich über den Entscheid, obwohl ich nichts gehört habe von Gott. Ich war aber glücklich und seitdem ist mein Leben wie ein Bienen. Bienen machen einfach alles für die Gemeinschaft. Die fragen nicht, was zahlst du, die fragen nicht, bin ich müde, sondern die gehen, wenn es gutes Wetter ist und die ruhen aus, wenn es Zeit ist. Bienen, ich als Imker, ein spezielles Verhältnis zu den Bienen. Das war so ein Zauber. Ich habe natürlich weitergelesen in der Bibel und ist gestanden, wenn mein Jünger will, muss alles verkaufen. Kann kein mein Jünger sein, wenn er nicht auf sein ganzes Hab und Gut verzichtet. Dann musst du noch ein bisschen überlegen. Ich bin dann auf Assisi gefahren mit dem Rennvelo, habe noch gefastet und bei den unten habe ich gedacht, wohl einmal im Leben kann man da riskieren. Inzwischen eine kleine Schreinerei im Keller der Eltern. Das ist gar nicht schlecht gegangen. So eine Morgens- und Knorzschreinerei. Und dann bin ich reingekommen, bin ich auf die Bank, da weiss ich noch, Raiffeisen Rorschacher Berg, die ist inzwischen auch zu. Bin ich reingegangen, gesagt, ich möchte mein Konto auflösen, da haben wir noch etwas für die Kaffeekasse, ich verschenke jetzt alles, was ich habe, den Armen, wie es in der Bibel steht. Die haben mich angeschaut, die von einem anderen Planet. Meine Habseligkeit, da habe ich in einer Jugendgruppe, ich weiss nicht mehr, Blauring oder Reformierte, habe ich ihnen alles gegeben und gesagt, da war noch könnt auf dem Flohmarkt verkaufen, geht etwas der Arme, etwas ist für euch. Dann bin ich frei gewesen.
Und nachher, ja, was machst du jetzt, wann du gehst? Und Franziskus hat mich von Kindern weg fasziniert. Ich frage in einem Kloster an, bin ich klopfen. Weiss noch, zwei Hemden hatte ich, Werkzeugkisten, zwei Hosen, vier Paar Unterhosen und vier Paar Socken und eine Jacke. Und so habe ich am Kloster geklopft und dann hat sie mich komisch angeschaut. Habe ich gesagt, ja, ich würde gerne mitleben, ich würde gerne in die Schule, in die Glaubensschule, den Jünger Jesu werden. Dann haben sie mich schon ein bisschen komisch angeschaut, ja, komm schon mal. Und so, und dann, das war dann ein Zauber gewesen. Und als ich rein bin, weiss ich, sie haben mir dann gesagt, in diese Zelle kannst du gehen. Bin aufs Bett gelegen und habe gewusst, das ist ein Zauber, ich bin am richtigen Ort, aber da bleibe ich nicht immer. Ja? Ich habe nicht gewusst, wie lange, aber nicht immer. Und dann war ich in dem Kloster, es war eine wunderbare Zeit, ich durfte so viel lernen und erkennen und ich habe immer die Frage gestellt, jetzt bin ich im richtigen Ort, die Mönche wissen, die Mönche, oder? Wer nach dem Tod ist und wer der liebe Gott ist und weiss nicht was. Und habe gemerkt, die reden gerne nie drüber. Wir haben endlos haben wir gebetet und Psalmen gebetet, was mir auch gefallen hat. Wir haben meditiert und alles Mögliche. Aber so die existenziellen Fragen, was ist nach dem Tod? Wer ist Gott? Wer bin ich? Was ist der Sinn vom Leben? Das ist irgendwie nie zu wagen. Ich dachte, ja, die tun das eben im Geheimnis bewahren. Das sagt man nicht so schnell. Und eines Tages kommt unser Klosterobere und sagt es dann vierlich. Ja, Bino. Eigentlich kann man auch Bruder Beno sagen, ich muss mit dir ein ernsthaftes Gespräch führen. Jetzt geht es um den Sinn des Lebens, um Gott, um wer bin ich, um meine, wer geht um diese Fragen, oder? Und dann haben wir uns getroffen, so einen Kreuzgang. Er ist immer so ein bisschen vierlicher, gut kontrollierter. Und was fragt er mich? Wo bist du versichert und was hast du mit deinem Geld gemacht? Ich habe den ganz entsetzt angeschaut. Da ist mein Zauber ein bisschen entzaubert worden. Und dann habe ich ihn so ganz unschuldig. Ich denke das gleiche wie du, oder? Versicherungen habe ich aufgelöst und das Geld verschenkt. Oder habt ihr das nicht so gemacht? Und da bin ich zuerst mal fast zum Kloster rausgeflogen. So wörtlich muss man den Bibel schon nicht nehmen. Und er hat auch recht gehabt. Man muss nicht alle Besitz verschenken, bin ich inzwischen überzeugt. Aber der Besitz zwischen den Ohren, nämlich weil unserem Kopf ist, unsere Wertvorstellungen, unsere Überzeugungen, die muss man mal verschenken, den Armen geben, loslassen, nichts dritt darüber kommen, um dann das neu zu empfangen, was vom Leben her, von Gott her kommt. Da bin ich heute noch dran. Das ist gerne nicht so einfach. Sondern da kann man inzwischen einen Computer, ein paar Tasten, und ist alles Geld weg. Ja, aber da ist trotzdem eine gute Zeit, aber auch eine ernüchternde Zeit. He? Und ich habe dann so die franziskanische Spiritualität kennengelernt, die dann auch mein ganzes Arbeitsleben mitgeprägt hat. Der Franziskus, der sich versteht, Gott ist unser Vater, barmherziger Vater, heisst Mutterschoss, also auch unsere Mutter, wo alles Leben mit Leben behaucht. Tier, Pflanzen, Menschen, darum sind wir alles Brüder und Schwestern. Darum sagen wir eigentlich heute noch alle Beno oder Bruder Beno. Manchmal sogar noch, hey, bei der Beno geblieben. Ich staune immer, wenn ich als Herr Kehl vorgestellt werde. Der Herr ist im Himmel und Kehl, ja, ist Familienname. Aber der geschwisterliche Ansatz zum Franziskus. Und ich rede heute noch mit den Tieren. Manchmal lachen sie, wenn sie mit meinen Hühnern reden oder mit den Hasen, die wir daheim haben. Das andere ist, ich habe gesehen, in der Gemeinde, im Gottesdienst, da wohnt das Leben, da wohnt Gott. Franziskus hat ja die tiefste Liebe gehabt zu der Gemeinde, auch wenn es manchmal ein bisschen rumgelaufen ist. Im Wesen hinein hat er Gott gesehen. Nicht nur im Christentum, er war ja der Erste, der einen interreligiösen Dialog gepflegt hat. Bei den Muslimen. Er hat es zwar nicht können überzeugen, und Muslime haben ihn nicht überzeugt, aber sie haben eine Freundschaft geschlossen. Das war eine grosse Leistung während der Kreuzzüge. Und das andere ist, er hat ganz exemplarisch vorgelegt, wenn du Christus erleben willst, dann musst du in der Not der Welt präsent sein. Dort, wo Not ist, ist der leidende Christus präsent. Sei es Hungrige, Obdachlose, das ist durch die ganze die Gerichtsrede. Das ist alles. Hungrige, Durstige, Nackte, Obdachlose, Gefangene sogar, Fremde. Wie man mit denen umgeht, so geht man mit Gott um. Dann habe ich langsam gewusst, also wenn ich Gott
finden, muss ich auch unter die Menschen gehen. Das ist mir immer klarer geworden. Und dann war aber immer noch die grosse Frage, soll ich in dem Kloster bleiben? Wenn ist es endlich fertig? Langsam bin ich schon 6-7 Jahre und ich musste Profess machen, also das Gelübde für das ganze Leben. Und dann haben sie mir 50 Tage Zeit gegeben. Ich konnte 50 Tage, habe ich mir gesagt, also einmal im Leben probiere ich das. Der Mose hat 40 Tage gefastet, der Jesus hat 40 Tage gefastet, der Franziskus, ich probiere das auch. Ich habe mit mir abgemacht, 40 Tage, wenn ich mehr als zweimal ohnmächtig wäre, höre ich auf und sonst suchen wir da durch. Ich weiss noch, in meinem Kloster habe ich ein Zimmer bekommen und die haben einfach gewusst, ich bin da, ein alter Mönch tut mich alle 3 Tage besuchen, schauen, wie es geht und sonst habe ich 0 Kontakt. Es war noch eine relativ Herausforderung, so 40 Tage allein im Zimmer beten, meditieren, fasten, Wasser trinken, Tee manchmal. Und nach etwa 33 Tagen immer wollen wissen, ja, eigentlich habe ich das Gefühl, ich muss nicht das Leben lang im Kloster bleiben, aber wenn du willst, dann bleibe ich. Und, ja, wie auch immer. Ich habe gerungen darum, auch um den Glauben, um die ganzen Fragen nach Gott. Und nach 33 Tagen, das war einfach so ein Zauber wieder. So, am Anfang, nach 33 Tagen, habe ich das Evangelium gelesen von den Pfingsten, wo sie zusammen waren und dann ist der Geist Gottes über sie herabgekommen. Ja, mit dem Brausen und dem Sturm, ich weiss, morgen 4 habe ich angefangen und gesagt, lieber Gott, ich weiss, dass du vor allem schweigst, aber heute, nach so langer Zeit, alle möglichen Gedanken und Gebete und so, hätte ich schon gerne mal etwas Handfestes, ein kleines Erdbeben oder ein Feuer oder ein Sturm, oder einfach so etwas. Aber auch wenn nichts kommt, ich bin so stur, ich durch die 40 Tage schon durch, oder? Außer die Beruhmächtigung. Wenn ich weiter meditiert, dann weiss, am Mittag um 2 habe ich einen Salbeiblätter-Tee gemacht. Und auf einmal fängt es an, rauschen und brausen. Und wenn man so lange in der Stille war, dann hast du wirklich selber das Gefühl, jetzt kommt der Heilige Geist. Das Fenster auf, da ist ein Windsturm und ein Lärm. Und ich denke, oh, jetzt habe ich die Erleuchtung. Und weißt du, was es war? Ein Helikopter. Der ist genau, hat eine grosse Kiste müssen in meinen Klosterhof reinfliegen, weil sie nicht dort drüben ist. Und das war so mein Zauber und meine Entzauberung. Ja, einfach nicht an einem Bild nachhängen, sondern es ist ganz anders. Aber was dort passiert ist, seitdem habe ich entschieden, ich lebe in Eigenverantwortung und nicht mehr aus der Angst raus. Das heisst, ich mache nicht einfach, was die anderen sagen, sondern es muss meine Überzeugung sein, wieso, dass ich nicht klaue oder wieso, dass ich klaue. Hä? Einfach so jetzt. So. Beispiel. Ja, das war so ein Zauber. Ich bin froh um das Erlebnis, das irgendwo mich befreit hat von Vorstellungen. Ja, nachher war es dann der Profess. Ja, lieber Gott hat nicht gesagt, ich soll das Kloster verlassen. Oder nicht jetzt. Und ich habe nichts anderes gehört. Und mir hat es unglaublich gut gefallen. Ich war so gern Franziskaner. Es war wirklich eine gute Zeit. Ich habe gespürt, das ist der richtige Platz. Wenn mein Vater hätte schon so ins Kloster, hat dann meine Mutter geheiratet. Und bei Katholisch ist es noch gerne so, dass wenn der Vater nicht ins Kloster ist, muss dann neben seinen Sohn gehen und die Geschichte fertig machen. Das ist irgendwie eine geheimnisvolle, systemische Geschichte. Ich habe dann die Profess gemacht und bei der Mutter, da unten seht ihr mich, da ist so der Brüderscharhaufen. Und da bin ich etwa 20 Jahre dabei gewesen. Und im Kloster habe ich ganz viele Sachen dürfen erleben. Und dann war wieder so ein Zauber. Ich habe dann immer gesagt, ich könnte mich dort hin tun, wo niemand will. In gewissen Klöstern hatte es auch schwierige Brüder. Und die älteren Brüder haben die wenigsten gerne gepflegt. Und ich habe immer gesagt, spielt doch keine Rolle, was man macht. Hauptsache man macht es mit Hingehen. Und dann bin ich Altenpfleger geworden, unter anderem auch im Kloster. Habe ich ein paar. Das war für mich eine ganz schöne Erfahrung. Eine schwierige zwischendrin, aber auch eine schöne. Mit diesen Menschen im hohen Alter bis an die Grenze, bis an einen Übergang dürfen dabei sein. Und dann bin ich Brüder besuchen auf Zürich. Das ist 1988, das ist bald nicht mehr wahr. Ihr könnt euch noch erinnern an Latschpitz, oder? Ja. Und dann hat der Leonard gesagt, na Bruder, komm mit auf die Gasse, du hast ja so schön Zeit bei dir auf der Einsiedelei mit dem alten Bruder für die armen Kerle zu beten, oder? Das war ein Deutscher. Dann bin ich auf den Blattspitz gegangen und der Leonard ist irgendwie in der Kühe rein und ich bin von Natur aus eigentlich sehr ein Ängstlicher.
Ich konnte nicht einmal reden in der Schule. In der Klassenzusammenkunft, wo man keine Distanz mehr rein, wo man seit der 5. Klasse nicht mehr sieht, geht sie so durch und sagt, bist du nicht der Beno? Und ich, ja. Und dann sagt sie, kannst du immer noch nicht reden? Ich habe gesagt, nein, ich bin inzwischen überwunden. Also ich war eher ein Scheuchen. Und dann bin ich an den Rand hergesessen und habe gewusst, der liebe Gott redet dort, wo Not ist. Das weiss ich. Aber was willst du von mir? Und da vorne Sugar, Cola und Dreck und Spritzen am Boden. Ist ja absolut ein unwürdiges Kapitel in der Schweizer Geschichte. Nachher kommt eine Frau zu mir hin, die war noch einiges jünger, sitzt so neben mir und ich so gerade Vater unser, so unser Vater betet, unser Vater in ihm geheiligt werde dein Name. Was willst du sagen? Ist da eine Frau und ich, ja. So übergeschillt ein bisschen und die packt einen Löffel aus, Pulver drin und weiss doch auch nicht was, Spritze und ich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ein bisschen übergerutscht. Dann nimmt sie die Spritze und ja, ich habe Drogen und jetzt rein mit dem Zeug und hat die Drogen gespritzt und hat so die Drogen genossen, oder? Ich habe das ja auch noch nie gesehen, oder? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Ehrlichkeit habe ich dem für mich so leislich weiterbettet. Und dann hat sie mit mir angefangen zu reden. Je nachdem, was für Drogen, gibt ja tausend verschiedene Drogen, die die Leute nehmen. Und das ist inzwischen meine Erfahrung. Die Süchtigen nehmen die Drogen nicht einfach nur zum Spass haben, sondern die leiden meistens tiefst in der Seele und probieren mit ihrer Sucht oder mit ihrer Selbstmedikamentation irgendwo im Leben ein bisschen etwas abzubühlen. Das ist ganz eine schwierige Geschichte. Jedenfalls hat die Drogen gut gemischt und dann fängt sie an mit mir zu reden. Und ich habe gewusst, jetzt musst du einfach gut zuhören. Gott redet oft, gerade auch durch solche Menschen, zu uns. Fangen sie mir an, ihre Kindheit zu erzählen, das war nicht so nett. Und zwischen den Inhalten sie wieder an und sagt, gell, kommst wieder zu uns und bringst etwas von deiner Hoffnung. Und seit ich da Kreuz betoniert auf dem Berg, weiss ich, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. Wie sie aussieht, man muss herausfinden, es gibt immer eine Lösung. Erzählt sie weiter, ich habe kein Wort gesehen, nur zugelassen. Bis sie dann falsche Freunde hatte, die Drogen reingekommen ist, wieder unterbrochen, gell, kommst du wieder zu uns und bringst etwas von der Hoffnung. Und dann ist es, hat sie weiter erzählt, wie sie jetzt völlig auf Drogen ist, den Drogenstrich macht, sich prostituiert, wieder Drogen kauft und einfach in einem furchtbaren Ding. Das war einfach so eine exemplarische erste Begegnung. So, und jetzt hau ich es, gell, aber kommst du wieder und bringst etwas von deiner Hoffnung. Ich habe kein Wort gesagt. Dann wieder zu dem alten Mitbruder rauf, gehen in die Pflege und schauen. Und immer wieder kommt mir das Gespräch in den Sinn. Gell, kommst und bringst etwas von deiner Hoffnung. Und dann habe ich herausgefunden, wie sie heisst. Ihren Namen auf der Gasse haben sie immer übernehmen, ist Engeli. Ihren Name ist Engel. Es gibt im Alten Testament, der Engel lässt auf seine Stimme, er sagt dir, wodurch das geht. In Deuteronomium gibt es irgendeinen Satz. Und das ist, ich bin ihr unendlich dankbar. Ich habe dann die Erlaubnis bekommen, sie ist einmal im Monat glaub, auf Gas gehen und einmal in der Woche und dann immer mehr. Und die Menschen haben mich jetzt so im Nachhinein ja, vielen geholfen. Weißt du, schon helfen, oder? Am Anfang habe ich das Kreuz falsch gemacht. Habe ich so Visitenkärtchen gehabt mit einem Gebet drauf. Wenn ich zu allen anderen muss, an Jesus glauben, kommt schon gut und hat Zettel gegeben. Der eine hat dann oh ja, der Zettel kann ich gerade brauchen, weil ich einen guten Joint-Filter draus drehen. Ich habe dann schon müssen lernen, weil ich soziale Arbeit, habe dann soziale Arbeit richtig Sucht noch dürfen studieren. Und so ist dann die Gassenarbeit entstanden. Ich habe dann immer mehr gesehen, hinter diesen Geschichten sind Menschen wie du und ich mit einer Familie, mit Schmerzen, mit zerbrochenen Beziehungen, mit abgebrochenen Lehren und Misserfolgen. Und irgendwie rappeln sie sich immer wieder auf, zum Weitermachen. Hat erstaunlich wenig Suizid habe ich erlebt, auch in diesen verzweifelten Kreisen. Hat es auch gegeben. Und wir reden nicht mehr von Randständigen, wir sagen von Menschen in spektakulären Lebenssituationen. Da gibt ihnen ein bisschen die Würde, die haben zum Teil, also ich denke mir, wenn ich so eine Kindheit gehabt hätte, wie die zum Teil, nicht alle, aber wie die zum Teil haben, ich weiß nicht, wie ich noch würde ausstehen. Ja. Also darum, sie meistern etwas, wo ja, vielleicht gerade auch mit der Hilfe der Drogen, wo viele andere wahrscheinlich zerbrechen.
Und ich habe es gelernt, gerne überkommen. Es sind zwar Spitzbuben, sie schiessen mich und sie haben mir schon x-mal den Computer oder weiss nicht was gestohlen. Dann hat ein alter Mitbruder gesagt, weil ich wieder gesagt, jetzt haben sie mir schon wieder den Laptop geklaut, oder? Dann hat er gesagt, ja weisst, das ist nicht so schlimm. Es gibt immer wieder ein besseres Modell. Es ist immer eine Frage von der Perspektive, oder? Genau. Da können wir viel über Sucht reden, aber was will man da alle Details erklären? Sie hätte mal wollen, dass ich sie fotografiere, weil sie hätte aufhören, Drogen zu nehmen. Okay. Es ist dann noch eine Weile gegangen, bis sie aufgehört hat. Aber diese Frau habe ich letztes Jahr, Doris, habe ich letztes Jahr noch dürfen beerdigen. Die hat nicht einmal mit Zigaretten gehabt. Die war wirklich sauber gewesen. Ja, aber sie ist natürlich an der Folge von der Sucht viel, viel früher noch auch gestorben, wie normal. Weil man sagt, ein Jahr Drogen nehmen ist so viel wie 2 bis 10 Jahre leben. Also da schließt der Körper enorm. Doris. Und sie hat gesagt, ich soll das den Jungen zeigen, dass sie schon gar nicht anfangen. Das ist nämlich eine riesen Sauerei. Dann zeige ich da manchmal. Es hat noch wüstere Bilder, aber da langen wir. Inzwischen haben wir hier ein Haus. Das war auch eine eigene Geschichte mit einem Zauber am Anfang. Wir hatten zuerst eine Suppenstübli, ist uns gekündigt worden, haben im Brief geschrieben, wir, die Obdachlosen schauen, wären selber Obdachlosen, wenn jemand etwas wüsste. Und auf den Brief hat mir der Bischof angerufen, ja, sie haben ein Altersheim, wo nicht mehr geführt werden können, ob da etwas wäre für uns. Und so sind wir zu dem Haus mitten in der Stadt Zürich, also es gehört immer noch nicht uns, also es wird auch nie uns gehören, es ist eine Stiftung, aber wir können es benutzen und es hat jetzt etwa 20 bis 22 Menschen in spektakulären Lebenssituationen, wären alle älter. Früher sind die Süchtigen viel früher gestorben. Jetzt, dank der Medizin, Segen und Fluch, wären sie älter und sie haben wieder gelernt zusammenleben. Am Anfang ist das zu und her gegangen. Oh je, meine. Aber jetzt ist das eine ganz spezielle, grosse Wohngemeinschaft. Und sie sind völlig frei bei uns. Sie dürfen sogar Drogen nehmen, solange sie im Rahmen bleiben. Sie haben tolle Schuld. Wenn sie etwas wollen, müssen sie zu uns kommen. Aber wir kommen, wenn es zu laut ist, wenn es Sauerei ist, wenn es Streit gibt, wenn gedealt wird oder Prostitution, dann gehen wir schon gut durchgreifen. Und das Haus funktioniert. Ein Wunder, die ersten 10 Jahre ist es nur über Spenden getragen worden. Jetzt hat die Stadt uns entdeckt und gesagt, hey, das, was ihr leistet, tun wir ein bisschen unterstützen. Das reicht immer noch nicht. Aber immerhin sind wir jetzt einmal, die Stadt hat uns ein bisschen entdeckt. Weil solche Häuser fehlen. Die Menschen kann man nicht in einen normalen Wohnblock tun. Die machen wirklich alle Nachbarn verrückt. Da muss man schon, muss die schon ein Stück weit handeln. Wir haben darum Beratung. Wir gehen aber auch zu den Zimmern aufräumen. Manchmal sehen die Zimmer aus. Also der Müllabfuhr ist gut organisiert. Also, da tun wir dann halt einfach. Es heisst in der Bibel, der liebe Gott ist wie eine Putzfrau. Ja, das steht so. Sie hat die Drachme verloren und hat das Ganze ausgeputzt, bis sie gefunden hat. Und die Drachme ist ein Bild für unsere Seele. Wie ein Verflieber, der in den Kuhfladen fällt, verliert den Wert ja nicht. Und so vergleicht Jesus unsere Seele, wenn wir in den Dreck von der Sucht oder Sünde hineingehen, putzt Gott den Vater wie eine Putzfrau, bis er uns gefunden hat. Dann sage ich, wenn der liebe Gott schon wie eine Putzfrau zugreift, dann müssen wir zwischen ihnen auch. Wir haben unglaubliche Abfallentsorgungskosten, das glaubt ihr nicht. Wenn ich da, ich als Kind immer will Abfallmann werden, hinten auf dem Müllauto, meine Vermutung ist nie so begeistert gewesen, aber da bin ich jetzt zwischen ihnen. Und wenn du sie Liebe machst, spielt da gerne keine Rolle, was du hast. Das ist also nicht nur Beratung, sondern das ist auch tätige Hilfe. Das andere ist, wir haben auch immer noch Obdachlose. Hat sich geändert. Früher waren es die Süchtigen. Heute haben wir viele Migranten. Menschen, die in die Schweiz kommen, die irgendwie Arbeit suchen. Logisch denke ich, ihr könnt doch daheim bleiben, oder? Aber wenn du hörst, wie es daheim zu und her geht. Also, wenn sie eine Arbeit haben, verdienen sie 200 Euro. Langt hinten und vorne nicht. Aber wenn sie keine Arbeit haben, dann gibt es kein Sozialnetz. Nichts, wenn die Familie nicht schaut. Und wenn die Familie auch nichts hat, oder? Rumänien und so weiter, ich hätte nichts. Ich würde auch in die Schweiz kommen, wenn ich in dieser Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor 150 Jahren sind ganz viele Schweizer auch
in andere Länder gegangen. Und ich finde es ja nicht gut. Und gleich sind da Menschen, die dann keinen Job finden, die ziemlich grob auf der Straße landen. Und die können dann bei uns wenigstens einen Tag hier verbringen. Sie können Kleider tauschen, sie können waschen. Nur schon mal nehmen sie Kleider können, weil die stinken dann zum Teil. Holala, wenn du mal zwei Wochen in den gleichen Socken warst, dann hat er einen Gegend auf manchmal. Dann kannst du nicht einmal mehr waschen, dann rühren wir es abfuhr. Und sie können duschen und baden. Wir haben auch eine Badwanne. Dass sie auch mal eine Stunde lang in einer warmen Badwanne sitzen können. Das ist ein furchtbarer Stress, obdachlos. Dann bieten wir einfach ab, am Abend müssen wir es halt wieder rausschicken. Eins, zwei Notbetten haben wir, aber die sind immer voll. Und da kannst du auch nicht jeden drin schlafen lassen. Die sind auch nicht ganz harmlos alle. Eben, das sind, ja, das ist so unsere Arbeit. Sie können aber bei uns essen. Da schauen wir, dass immer irgendwie gekocht wird. Und das ist für mich auch eins der Wunder. Irgendwie wird ein Großteil vom Essen immer wieder geschenkt. Und manchmal kommen zwei Frauen miteinander. Wir tun jetzt einmal kochen. Kommen die, wir bringen Knöpfchen mit und selber gemacht angebraten. Und dann gibt das ein Essen für die Leute, die da sind. Und manchmal kochen auch ein, wenn gar niemand da ist. Ja, das funktioniert. Da haben wir immer noch keine Köche angestellt. Geburtstag werden gefeiert. Das ist auch der, sich ein Zauber vom Anfang. Jeder Mensch war mal ein Baby. Herzig, hilflos und man hat ihm geschaut. Und sich daran erinnern. Das Kürzel ist auch das Bild vom Fünkli Gottes, der in der Seele wohnt. Darum feiern wir mit Geburtstag. Das ist noch schön bei diesen vielen Leuten. Ich komme jede Woche praktisch zu Geburtstagsturnen. Das sind manchmal so Aktionen zwischendrin. Da sind zwei in dieser Kälte, ein Pärli. Er ist 52, sie 50. Irgendwo haben sie es nicht mehr geschafft, keine Wohnung mehr gefunden. Die haben in dem Zelt gewohnt, in dieser Kälte. Dann haben wir das Büro ausgeräumt und den Bett reingetan. Und gesagt, die sind ja Gassenarbeiter und keine Büroarbeiter. Jetzt lassen wir die mal vorübergehend im Büro rein. Aber es waren schwierige Patienten. Ich verstehe, dass die keine Wohnung gefunden haben. Aber in dieser eisigen Kälte ist es ja unzumutbar, in einem so einem kleinen Zelt zu wohnen. Und das andere ist eben die Bienen. Mir hat vor Jahren jemand eine Karobine geschenkt. Am Karfreitag hat mir jemand gesagt, los, ich habe einen Bienenschwarm eingefangen. Ich habe das Gefühl, das für dich. Und ich war so beglückt. Mir schenkt jemand einen Bienenschwarm. Ich habe noch keine Ahnung von Bienen. Ich bin sofort in Kurs und so weiter. Und das ist mein erster Bienenschwarm. Habe ich Karobine, heisst Karfreitag Ostern. Karobine, so Bienen ist das ganze Volk. Wir taufen alle Bienenvölker. Wenn du immer mehr hast, kommst du am Schluss nicht mehr draus. Und dann hat er so angefangen. Dann haben wir das Gefühl, habe ich erzählt, dann haben die Süchtigen gesagt, oh, ich könnte auch mit zu den Bienen kommen. Und dann kaufen wir noch mehr Anzeige. Und inzwischen haben wir etwa 40, um die 40 Völker herum.